Hallo, hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Das hier, das ist das Ligu T5C. Auf der einen Seite ein geiles Smartphone, aber auf der anderen Seite selbst die Katze guckt skeptisch. Und warum? Das erkläre ich euch heute im Video. Hatte das Gerät jetzt ein paar Tage in Verwendung gehabt. Alltagstest, Alltagserfahrung, Daily Driver, was dabei rumgekommen ist, werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß. Fangen wir wie immer erstmal mit den richtig trockenen Shit an, nämlich den wirtschaftlichen und technischen Details. Das Gerät kostet derzeit 95 Euro. Wo ihr es kaufen könnt, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich schaue noch bei ihm Amazon und eBay. Aber bevor ihr drauf losbestellt, guckt euch lieber das Review erstmal bis zu Ende an. Das Display ist 5,5 Zoll groß und löst mit Full HD auf. 1920x1080 Pixel. Es ist natürlich ein IPS-LCD-Panel. Und da muss man schon mal sagen, 94 Euro Full HD-Display ist schon durchaus außergewöhnlich. Aber das ist noch nicht alles, denn im Inneren werkelt ein SC9853i. Das ist sozusagen der Nachwuchs, nachdem Intel und Spreadtrum zusammen ins Bett gegangen sind. Es ist praktisch ein Intel Spreadtrum. Ich glaube aber, es läuft in der Spreadtrum. Ist aber eigentlich auch egal. Zu der Leistung, Performance, das ist das Einzige, was uns jetzt echt interessiert, kommen wir später noch. Dann haben wir noch 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB Festspeicher. Wir haben die Mali T820 MP2 Grafikeinheit. Der Festspeicher ist im Übrigen per MicroSD-Karte erweiterbar. Der Akku misst 3000 mAh. Das Ganze läuft auf Android 7. Wir haben natürlich die üblichen Konnektivitäten wie Wi-Fi, GPS, Bluetooth und LTE. LTE hier auch inklusive Band 20. Dann haben wir noch eine Hauptkamera, die eine Dualkamera sein möchte. Außerdem haben wir einen Fingerabdruckscanner, der sich hier unter den Home-Button befindet. Das Gerät wiegt dann 169 Gramm. Was für ein 5,5 Zoll Gerät, welches im Übrigen in einem Metallgehäuse steckt, wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gewicht ist. Und dazu kommt eine Gerätstärke von etwas über 8 mm, was uns im Großen und Ganzen sagt, dass es rein von der Haptik hier wunderbar ist. Es ist im klassischen Design gehalten. Das ist kein Tri-Bezel-less. Wir haben hier oben noch den, sagen wir mal, klassischen Display-Rand. Links und rechts geht. Und insgesamt geht es aber. Ich bin eben trotzdem von der Haptik recht positiv überrascht. Das liegt wirklich gut in der Hand. Es ist auch noch der 16:9 Format. Das habt ihr ja schon an der Auflösung abgelesen. Es ist die klassische Full-HD-Auflösung. Und wie gesagt, schönes Metallgehäuse. Hier die Rückseite, auch hier die Optik gefällt mir ebenfalls. Hier oben die Dualkamera in so einem extra Streifen. Das hat Ligu hier echt gut designt. Was steht denn hier eigentlich? Smart Bokeh Kamera. Die mit ihrem Bokeh-Modus interessiert mich doch überhaupt nicht. LED-Flash, das Logo, hier CE-Zeichen, ein bisschen Geschriebsel. Und auch hier unten nochmal so ein kleiner Streifen, der auch ein bisschen geriffelt ist. Also von der Optik hier ein absolut gelungenes Gerät. Von der Haptik ebenfalls. Ebenfalls klassisch, könnte man sagen, sind auch die Anschlüsse, denn wir haben hier noch Micro-USB, aber wir haben ebenfalls den Klinkenanschluss, der heutzutage ja gerne weggelassen wird. Hier haben wir den Lautsprecher, gleichen Monolautsprecher. Da ist noch das Mikrofon. Dann haben wir hier auf der rechten Seite den Power-On-Taster und die Lautstärke-Wippe. Der Power-On-Taster ist auch leicht geriffelt, was mir sehr gefällt. Und auf der linken Seite haben wir lediglich den SIM-Schlitten. Ja, einfach mit der SIM-Nadel reinpieken und dann kommt der raus. Also man könnte schon sagen, ein durchaus klassisches Telefon, klassische Größe, 5,5 Zoll, war eine ganze Zeit lang Standard gewesen. Und dann hier auch noch mit dem Home-Button hier unten. Der ist allerdings nicht physisch, das ist ein rein kapazitiver, also nur touchempfindlich. Hier oben Frontkamera, Hörmuscheln, daneben noch ein Front-LED-Blitz. Wenn wir uns das Display hier näher anschauen, dann sehen wir, dass es doch sehr, sehr scharf ist, denn es ist nun mal Full HD auf 5,5 Zoll. Das ist für durchschnittlichen User hier ein super scharfes Ergebnis. Auch blickwinkelstabil ist es. Vor allem, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht genau, woran das liegt, das ist ja ein IPS-LCD-Panel, aber die Farben, finde ich, erinnern doch eigentlich stark an Super AMOLED. Macht Spaß damit zu arbeiten, macht Spaß drauf zu schauen. Die Blickwinkel sind wunderbar, die Auflösung. Oder kurz die Schärfe. Ihr seht ja, ich habe auch wieder kleine Symbole eingestellt, wieder kleine Schrift eingestellt. Da kommt es nicht im geringsten zur Verpixelung. Das Display, das ist hier auf jeden Fall ziemlich sahnig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Gerät eben gerade für 94 Euro zu haben ist, liest sich das Datenblatt hervorragend. Und
Wir kriegen ja auch ein hervorragendes Display. Bisher läuft alles ganz gut für das Ligu T5C. Aber das wird sich leider noch ändern. Mit maximal 408 Lux schneidet das Display in Sachen Helligkeit hier durchschnittlich ab. Würde ich jetzt mal als guten Durchschnitt bezeichnen, dürfen ja den Preisbereich auch nicht vergessen. Also das Display hier auf jeden Fall ist top. In dem Preisbereich bekommt man kaum was Besseres. Die Onscreen-Tasten hier, die sind nicht nur ausklappbar. Nein, man kann sie auch komplett ersetzen. Wir haben zwar keine Offscreen-Tasten, das heißt hier im Rahmen ist sonst nichts, aber sehr wohl einen multifunktionalen, kapazitiven Home-Button. Ich kann ja mal kurz demonstrieren, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen. Wir machen das Einstellungsmenü, wir tippen einmal auf den Home-Button. Das ist die Zurückgeste. Wir gehen ins Einstellungsmenü, wir halten etwas länger gedrückt und sind sofort auf den Homescreen zurück. Eben die Home-Button-Geste an sich und swipen von rechts nach links über den Home-Button und sind auch schon hier im Task-Manager und können es jetzt einige Sachen beenden oder alle auf einen Schlag. Je nachdem, was wir gerade machen wollen. Gut, kommen wir mal zum System. Wie ihr schon gemerkt habt, sind hier irgendwie Nova-Einstellungen. Ja, ich habe mir den Nova Launcher installiert. Sagt uns ja schon mal, der funktioniert. Der funktioniert auch wunderbar. Das heißt, der Original-Launcher, der funkt nicht dazwischen. Wenn wir den hier einmal installiert und eingestellt haben, dann bleibt das auch so. Der Original-Launcher heißt einfach nur Thema. Ja, wieder sehr einfallsreich. Und ich habe den ersetzt, weil der im Großen und Ganzen ja eigentlich keinen wirklichen Mehrwert mitbringt. Ganz im Gegenteil. Der App-Drawer, der wird hier wieder rausrationalisiert. Ansonsten haben wir ein anderes Icon-Pack. Und das war's auch schon. Die Apps sind ansonsten, ja, Telefon-App und sowas, da wurde jetzt nicht wirklich was daran gemacht. Wenn wir uns ja die Benachrichtigungseinstellungen runterziehen, Benachrichtigungsleiste genauer gesagt, hier Schnelleinstellungen, ja, das ist hier eben Standard. Allerdings wurden hier, muss ich sagen, ein paar Funktionen damit reingenommen. Wir können 4G hier über die Schnelleinstellungen aktivieren, deaktivieren. Das finde ich auf jeden Fall sinnvoll in allen Regionen, wo der Empfang im 4G-Bereich sehr stark schwankt, denn da hat man manchmal im 3G-Bereich dann bessere Datenverbindungen. Hier können wir 4G auch ganz abschalten, Daten sind auch direkt verfügbar. Also hier sinnvoll erweitert, sagen wir mal so. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen ist es nun mal Stock Android. Ich habe mir dann einfach den Nova Launcher halt rübergezogen, damit ich den App-Drawer habe. Denn der Original-Launcher bringt ansonsten hier keinen Mehrwert. Wir haben übrigens keine Bloatware drauf. Wir haben die G-Apps schon vorinstalliert. Sehen wir das, der YouTube-Player, der Kalender, Google etc. Das ist alles da. Wir brauchen natürlich im Großen und Ganzen nur den Play Store, um uns alles aus dem Netz zu ziehen, was wir brauchen. Hier der Chrome-Browser ist ebenfalls dabei. Wenn wir hier weiter scrollen, da sind im Großen und Ganzen alles meine Apps hier, Antivirus und bla. Der App-Store hier, der ist allerdings nicht von mir. Das ist... keine Ahnung, entweder ein Ligu-eigener oder irgendein freier App-Store. Ja, aber das war's auch schon, ein vorinstallierter Bloatware. Kann man den eigentlich deinstallieren? Nee, das ist eine System-App. Ach, wenn wir uns hier im Einstellungsmenü ein bisschen umschauen, sehen wir, ja, ist halt Stock. Ne? Was soll man groß dazu sagen? Ich glaube, die Icons wurden hier ein bisschen ausgewechselt. Es wurde allgemein hier eigentlich nur groß an der Optik gefeilt. Was wir hier zumindest vermissen, das sind Gesten. Da scheint hier wirklich überhaupt gar nichts zur Verfügung zu sein. Wir können hier unter Bedienungshilfen mal kurz schauen. Aber auch hier, die sind manchmal unter Bedienungshilfen versteckt. Deshalb schaue ich. Aber auch hier ist halt nichts. Ich glaube, das hat man aber auch im Unboxing schon festgestellt. Über das Telefon, da sehen wir halt, Update-App ist dabei. Android 7.0. Hier noch ein paar technische Daten, Arbeitsspeicher und Festspeicher, was alles ganz vernünftig ist. Aber wir finden sonst keine Aktionen, keine weiteren Funktionen oder Features. Wir können auf Display schauen und sehen, adaptive Helligkeit ist zumindest verfügbar. Das heißt, die ist ein Sensor in Rahmen verbaut, der das Umgebungslicht misst und dann automatisch die Display-Helligkeit anpasst. Hier kann man noch die Helligkeit summen, aber normalerweise wäre jetzt hier Mirror Vision ist halt nicht dabei. Einer hat mal geschrieben, das wäre auch nur bei MediaTek SoCs so. Wir hatten ja festgestellt, das ist eine Intel Spreadtrum Corporation. Wichtig für euch vielleicht noch, dass das System gepflegt wird von Ligu. Ich habe hier ein Update rausbekommen und zwar kein kleines. Fast 600 Megabyte war das letzte Update hier groß. Was heißt das letzte? Es war ja nur das eine bisher. Bedeutet schon mal, dass Ligu die Serie pflegt, was natürlich immer sehr löblich ist, weil so teuer ist das Telefon ja auch nicht. Und noch Zeitgerätezertifizierung im Play Store und die liegt hier nicht vor. Dieses Gerät ist nicht zertifiziert, aber auch hier wie immer hat bisher keine negativen Auswirkungen in irgendeiner Art und Weise gehabt. Und wir kommen jetzt zu dem größten Nachteil von dem Gerät. Die Katze wird Zeuge sein, wenn ich euch über Adware, Trojaner und Viren aufkläre. War ja bei den Ligu M9 schon der Fall, war ja im Artikel von Dr. Web auch mit in der Liste mit drin gewesen. Das T5C nicht, aber natürlich habe ich es dann durchgescannt. Und zwar mit Kaspersky und mit Dr. Web. Das hier ist Dr. Web und sagt, dass eben dieser Launcher, das ist glaube ich auch ein Grund, warum ich den Nova Launcher hatte, damit ich eben diesen Launcher-Thema, wie der ja bloß heißt von Ligu, eliminieren kann. Und der ist nämlich infiziert mit Android MobiFun 67. MobiFun klingt jetzt eigentlich nicht groß dramatisch, ehrlich gesagt, ist mal in der Begriff Spaß mit drin. Wir wollen ja alle Spaß haben, eben auch mit einem Launcher. Ja, mehr steht da nicht. Aber hier Ligu Launcher APK, es ist auf jeden Fall halt der Ligu eigene Launcher, wo eben Android MobiFun drin ist. Was immer das bedeutet, klingt ein bisschen nach Adware. Leider kann man sich das hier nicht genauer nochmal sich darüber informieren.
die Antivirenscanner bieten da leider immer keine Informationen darüber, was denn genau das jetzt ist. Ob es Adware ist, ein Trojaner oder was gibt es noch so für eines? Malware, halt irgendwelche schadhafte Software. Aber jetzt kommen wir zu Kaspersky Internet Security und Kaspersky ist der Meinung, das wäre ein Trojaner. Ist genau die gleiche, ist die Ligue Launcher APK. Und da sieht man hier schon einen kleinen Käfer. Ja, Dropper, Android, OS Guerilla. Hier auch wiederum keine Beschreibung. Hier kann man nur auf Blockieren drücken. Da kommt man die Einstellungen der App, kann sie deaktivieren. Man kann der App die Rechte entziehen. Das habe ich alles bei dem letzten Gerät auch schon gezeigt. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, inwiefern das tatsächlich eine schadhafte Software ist, ob es vielleicht eine integrierte Adware ist oder keine Ahnung, vielleicht einfach nur für Statistiken, was halt auch Google und Facebook halt so machen. Das ist im Moment mal so mein Problem. Deshalb weise ich euch einfach direkt darauf hin. Ihr wisst jetzt Bescheid. Dr. Webb sagt, das wäre Mobifun, Kaspersky sagt, das wäre eben Dropper Android US Guerilla, was immer das ist, vielleicht ein Kumpel von Mobifun und da wisst ihr schon mal Bescheid. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, gerade im Ligue, finde ich, ist eine gute Marke, die machen Top-Geräte und dass dann die Software nicht einwandfrei ist, kann ich nur sagen, ja. Die Katze ist tief enttäuscht, ja. Hat sich auch schon mit der Pressestelle von Ligue auseinandergesetzt, aber die stellen sich quer. Wir haben wieder was zu erfreulichen, nämlich die Leistung. Das ist Antutu 7 und sagt uns 66, wow, 4 Sechsen hintereinander, das ist ein bisschen Psycho, 66.662 Punkte, das ist ein echt vernünftiger Wert, wir hatten vorhin ja festgestellt, 94 Euro kostet das Gerät und dann die Performance, oh, das ist schon vernünftig. Ich sehe gerade, ich habe noch ein anderes Antivirusprogramm durchlaufen lassen, welches das gerade ist, weiß ich nicht so genau, hat auf jeden Fall wiederum gar nichts gefunden. Ja, im Gegenteil, identifiziert mir immer Dr. Webb und Kaspersky mit Apps, die irgendwelche Probleme verursachen könnten oder es bereits tun. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, der hat nichts gefunden. Geekbench, machen wir weiter. 755 Punkte im Single-Core-Test und 2116 im Multicore-Test. Das ist der Work 2.0 Performance-Test von 3D-Mark. Quatsch, PC-Mark. 3547 Punkte, was ein echt gutes Ergebnis ist. Das hier, das ist 3D-Mark. 5540. Und wir hatten ja vorhin gesagt, 3.500 war es der PC-Mark, also ist es doch eher zum Arbeiten, denn 5.500 im iStorm Extreme, das haben wir beim 6750T zum Beispiel auch besser. Und dann hier noch der Work 2.0 Battery Life Test. Das ist im Großen und Ganzen, das ist ein Batterietest, der mit dem Work 2.0 Test in Endschlussschleife so lange läuft, bis der Akku runter ist. Der Rest wird natürlich hochgerechnet, 4,5 Stunden haben wir hier. Das bedeutet auf jeden Fall, dass das Gerät für Power-User nicht geeignet ist. Der durchschnittliche User soll damit über den Tag kommen. Das ist wirklich die reine Arbeitszeit mit dem Gerät bei 50% Displayhelligkeit und 50% Audio. So, machen wir mal direkt mit der Kamera weiter. Hier, Scanner-Test, wie immer, mit denen fangen wir an. Und da habe ich den Lesetest hier abfotografiert. Und wenn wir tiefer reingehen, dann sehen wir, das sieht ganz fantastisch aus. Man kann den Text gut lesen, auch den kleinsten. Und daher kann man schon mal festhalten, wenn man entsprechende Software verwendet, zum Beispiel eine Kamera-Scanner-App. Habe ich alles schon vorgestellt. Geht das schon mal von Ordnung, aber das ist nicht alles. Was haben wir denn hier? Telefon. Gut, das ist jetzt, wenn man zum Beispiel was Farbiges einscannen möchte. Und auch wenn wir hier reingehen, sehen wir mal hier Play Store, Google, Mail, das kann man auch noch ziemlich gut lesen. Ich glaube, es geht sogar noch ein bisschen besser, wenn man die Kamera ein bisschen stillhält. Und hier, Außenaufnahmen. Und da sieht auch richtig nice aus. Also gerade ist es klar. Wir bewerten die Kamera natürlich nur in den entsprechenden Preisbereichen. Im Moment in die 100 Euro oder 110, was man halt noch so woanders bezahlt. Und da bin ich echt zufrieden. Man kann richtig gute Bilder machen. Also wir haben hier, was die Lichtempfindlichkeit angeht, was die Farben angeht, die Kontraste. Das sieht ja alles echt vernünftig aus. Nicht nur hier auf den 5,5 Zoll, sondern auch, wenn ich mir das jetzt am Computer anschaue. Wie gesagt, natürlich alles in dem Preisbereich. Wir vergleichen das nicht mit dem Samsung Galaxy S9, iPhone 8 oder was halt sonst so gerade aktuell ist. Hier die Frontkamera, die ist ein bisschen, naja, da sind die Bilder durchaus durchwachsen. Hier zum Beispiel ist ja der Weißabgleich vollkommen versagt, ja, ich bin ja völlig überbelichtet irgendwie. Weiß nicht, das ist wahrscheinlich, weil der Hintergrund so schattig ist und ich wurde von vorne beleuchtet. Wenn ich dann hier eine etwas gleichmäßigere, also in meinem Studio, gleichmäßigere Ausleuchtung habe, sieht es wiederum nicht richtig gut aus. Da kann die Kamera wirklich was, die Frontkamera. Auch wenn wir hier ein bisschen tiefer reingehen, ja, sieht das noch vernünftig aus, meine Fresse, aber das hier geht überhaupt nicht klar. Also ist die Frontkamera stark von der Belichtung abhängig. Gleichmäßige Belichtung geht voll klar. Die Außenkamera, mit der bin ich wirklich voll zufrieden. Jetzt zeige ich euch die Bilder noch an euren Bildschirm zu Hause. Da könnt ihr euch wie immer selbst ein Bild von der Kamera machen. Aber meine subjektive Sicht ist, in dem Preisbereich ist das auf jeden Fall eine echt gute Kamera.
Okay, die Lautsprecher habt ihr ja gerade mitbekommen, also die sind nicht sehr laut, ja. Das waren ja knapp über 80 dB und das macht echt einen riesen Unterschied. Und die Qualität, ich weiß nicht, es klingt manchmal so, als ob die ein bisschen übersteuern. Also die sind nicht so, die Tiefen, die sind eigentlich schon voll okay, das heißt, das ist angenehm, sind immer noch auf voller Lautstärke, aber bei manchen, die fangen so extrem an zu klingen, die ja nicht. Aber irgendwie klingt so, als ob das ein bisschen in eine Art Audio-Matsch dann hier alles so zusammenschmilzt. Also ermäßig, die Lautsprecher, ermäßig. Die könnten auf jeden Fall ein bisschen kräftiger sein. Gaming-Test. Ihr seht schon, ich glaube, das ist ungefähr das, was auch vorhin der 3D Mark so ein bisschen gezeigt hat. Ja, die Arbeitsperformance. Oh, jetzt passt auf, Explosion. Meine Fresse. Ich glaube, dass das tun wir uns jetzt ja auch keine Sekunde länger an. Also, die gerade was komplexere 3D-Spiele angeht, wie eben Breakneck, funktionieren auf dem Gerät hier nicht so gut. Das würde ich bereits hiermit als unspielbar einklassifizieren. Also doch lieber ein paar einfachere Spiele. Die ein oder anderen 3D-Spiele werden natürlich auch laufen. Was ich, Temple Run zum Beispiel, läuft ja auf jeden C64. Das geht hier natürlich auch, klar. Aber komplexere 3D-Games, die ja hier natürlich in Full HD dargestellt werden, 1920 mal 1080 Pixel, wäre das hier ein HD-Screen, auch von mir aus HD+. Denke ich mal, würde das schon noch klar gehen. Aber mit der Full HD-Auflösung hier ist das Ding einfach überfordert. Und eigentlich wollte ich in den Task-Manager... Ach nee, das war ja hier mit Swipen. Okay, gehen wir zum Beispiel in die Kamera. Und naja, immerhin, das geht doch schnell. Also rein zu wechseln, wenn wir jetzt natürlich hier uns durch Menü klicken, dann ist es natürlich damit das mit starken Verzögerungen verbunden, aber das liegt eben daran, dass die ganze Zeit hier diese 3D-Sache im Hintergrund läuft. Und da ist auch das Multitasking ein bisschen schwieriger und was weiß ich in Fotos. Aber es funktioniert schon sonst ganz gut. Okay, also können wir schon mal festhalten, eine Gaming-Machine ist das nicht. Die Benchmarks haben das vorhin ja im Prinzip schon angeteasert. Ja, der Work 2.0 Performance-Test, der hat einen echt guten Wert geliefert, muss ich sagen. Aber der 3D-Gaming-Test, der dann nicht so. Und das spiegelt sich jetzt hier im Spiel natürlich wieder. Aber was eben die Arbeitsleistung angeht, alles eben außer 3D-Zocken, das läuft hier echt gut auf dem Gerät. Wir dürfen auch nicht vergessen, im Moment kostet es eben 94 Euro. Das ist jetzt nicht unbedingt so viel, gerade wenn ich mal so vergleiche. Ja, ich hatte für das ZTE Blade L7 war das, glaube ich, ja, 80 Euro bezahlt, 79 Euro, und das hat vielleicht 30% Leistung von dem Gerät hier. Daher, wenn wir uns in dem Preisbereich uns befinden, ist das hier schon voll in Ordnung. Eben als Arbeitstier. Das WLAN hat hier ein paar interessante Werte ausgespuckt. Hier gemessen im Studio habe ich 23,6 Megabit im Downstream und 5,31 im Upstream. Wobei die 5,31 ist bereits das Maximum, was meine Leitung hergibt. Hier die 23,6 sind von möglichen 50. Wenn man bedenkt, wie weit der Router hier entfernt ist, ist das ein echt gutes Ergebnis. Allerdings befinde ich mich aber im gleichen Raum wie der Router. Da bekomme ich 27,5 bis 31 Megabit von 50. Was ja eigentlich eher ein schlechter Wert ist. Da habe ich schon was bei 47 erwartet von 50. Also maximale Geschwindigkeit hier eben nicht so sahnig, aber die Reichweite dafür ziemlich gut. Andersrum fände ich es schlimmer, daher kann man sich damit schon anfreunden. Das GPS, das kann man schnell abhandeln, funktioniert nicht. Geht nicht. Ich habe jetzt eine Weile gewartet, also keine Ahnung, wenn ich länger warten würde, würde vielleicht irgendwann einen Fix kriegen, aber der hat gerade mal einen in Sicht gehabt, also da war kein GPS-Fix in Sicht. Wortwitz. Den Fingerabdruckscanner nehmen wir uns auch mal noch vor. Ist ja recht einfach, der ist ja hier auf der vorderen Seite. Man kann die Finger mehrfach einscannen, das ist schon mal sehr praktisch, ohne dass er das erkennt und dann sagt, nee, ist nicht, ist er das nicht erkannt. Jedes Mal, wenn das Gerät aus dem Standby geholt wird, klingt das, als ob jemand ein Gewehr durchlädt. Ist er das wieder nicht erkannt? Der ist in Ordnung. Der Fingerabdruckscanner ist auf jeden Fall in Ordnung, kann man mitarbeiten. Ich glaube, ja, ich hatte die Stelle nicht eingescannt, das war dann ein bisschen zu tief. Deshalb scanne ich ja den Finger auch gerne mehrfach ein, dass man dann wirklich jede Kante, jede Ecke, jede einzelne Pore mit drin hat. Und dann ist es egal, wenn man die Finger drauflegt und kann dadurch die Zuverlässigkeit schon mal auf jeden Fall erhöhen. Oh, passt schon, die Geschwindigkeit ist auch okay, also der Fingerabdruckscanner ist auf jeden Fall brauchbar. Gut, kommen wir mal zum Fazit, was natürlich bei den Telefonen echt nicht einfach ist. Ja, es ist auf jeden Fall günstig. Ich finde, es sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Es ist auch top verarbeitet, sieht gut in der Hand, es ist schmal, es ist leicht. Die Rückseite hier aus Metall ist super. Hier oben dieser Streifen mit den beiden Kameras, die auch eine echt gute Abbildungsleistung abliefern. Voll zufrieden, hier unten auch dieser kleine Streifen. Von unten, die Optik ist vollkommen in Ordnung. Größtes Manko für mich definitiv. Ich meine, bei 100 Euro kann man den Geräten einiges verzeihen, aber dass eben die Scanner hier angesprungen sind, egal was sie jetzt da gefunden haben, aber irgendwas ist ja drauf. Und das
finde ich absolut überflüssig. Das muss nicht sein. Das kann Ligou auch vor der Auslieferung der Geräte alles nochmal überprüfen. Ist ja nicht das Drama. Haben sie aber offensichtlich nicht gemacht. Ist es vielleicht egal. Vielleicht wissen sie es auch. Ärgert mich irgendwo so ein bisschen. Ja, weil das sind wirklich Dinge, die absolut nicht sein müssen. Der Rest finde ich, ich finde das gut. Das Display sieht wunderbar aus. Full HD auf 16:9 Format. Ja, wie gesagt, dann auch ein recht ansprechenden Gehäuse, was auch gut in der Hand liegt. Ja, es ist als Daily Driver das diesbezüglich schon mal echt gut geeignet. Der Akku ist Durchschnitt, klar. Also es ist jetzt für einen speziellen Anspruch nicht geeignet. Power-User, für die ist es nichts. Oder für die, für Gamer ist es auch nichts. Ja, also nicht für Hardcore-Gamer. Weil A, ist der Akku dafür zu schwach und B, habt ihr ja gesehen, ist die 3D-Leistung dafür auch zu schwach. Je nachdem, was man zockt. Aber wer jetzt wirklich hier zum Beispiel irgendwelche 3D-Shooter ja auch spielen will, es gibt ja nicht nur Autorennen in 3D, der ist damit ja auch nicht wirklich gut beraten. Aber als normalen Daddy-Driver, so als Arbeitstier für WhatsApp, ich habe den Digitizer schon wieder vergessen. Der ist aber auch fantastisch. Der reagiert top auf Eingaben. Die Benchmark-Ergebnisse, die sind wirklich gut. Also wer hier als E-Mail-Machine zum Recherchieren, um Videos zu schauen, auch gerne über Netflix, habe ich vorhin nicht erwähnt, aber die Netflix-App lässt sich installieren und funktioniert auch ganz offenkundig. Ja, YouTube ist selbstverständlich auch möglich. Hier auch mit dem multifunktionalen Fingerabdruckscanner, der Home-Button, ja, der auch Zurück- und Taskmanager. Muss man sich erst dran gewöhnen, muss ich zugeben. Aber danach haben wir die vollen 5,5 Zoll zur Verfügung. Also, es ist natürlich leider nicht das perfekte Gerät. Ja. Zumindest das hier. Gibt es in dem Preisbereich durchaus. Ich habe noch viel, viel andere Geräte noch derzeit im Test. Das nächste, worauf ihr euch freuen könnt, was zumindest das Review und den Alltagstest angeht, das ist das Xiaomi Redmi 5A. Genau, das 5A, die abgespeckte Version vom 5er. Das 5er kriege ich aber auch noch, wird noch ein bisschen dauern, aber im Moment ist das ein Alltagstest hier. Ich kann euch schon mal sagen, das ist ein fantastisches Gerät. Klar, das kostet nur 72 € und das ist jetzt natürlich schon von der Optik jetzt nicht so geil wie das T5C, aber es ist ein sehr, sehr solides Gerät bisher. Es ist ein sehr solides Gerät. Ich bin auch gespannt, ich habe den Akku noch nicht getestet. Das ist im Moment, darin hängt es noch ein bisschen. Aber bisher scheint auch der Akku ein bisschen was zu leisten. Also ich bin gespannt. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich danke euch nochmals fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert vielleicht meinen Kanal für noch mehr Technik. Ich habe 2 aktuelle Gewinnspiele am Laufen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. 2 Giveaways. Es sind 2 Smartphones. Wenn ich mich nicht irre, könnt ihr auch selbst rausfinden. Im Forum einfach anmelden und mitmachen. Kostet euch überhaupt nichts. Ich habe Flash-Sale und andere Aktionsangebote auf moschus.de auch eingestellt. Im Forum könnt ihr eure Fragen loswerden. Ist auch besser als in den Kommentaren. Da komme ich nicht mehr so ganz hinterher. So zu unübersichtlich. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Die Katze würde sich freuen. Bis dahin. Ciao.